Hallo, mein Name ist Daniel Caterwell. Ich spiele bei Greuther Fürth, habe die Nummer 10, bin Mittelstürmer. Meine Mutter kommt aus Korsika und mein Vater aus Senegal. Ja, ich bin in Wuppertal aufgewachsen, auf dem Bolzberg sozusagen, auf der kleinen Bandstraße hieß das. Hi, ich bin Kenny Prince Redondo, 24 Jahre alt, spiele bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Groß geworden bin ich in München, auf dem Bolzplatz, Steinplatz, SPZ heißt es. Meine Mutter kommt aus Spanien, mein Papa aus Äthiopien. Und die leben alle noch in München mit meinem kleinen Bruder. Wo bist du groß geworden? Ich bin in Wuppertal aufgewachsen. Wie ist die Gegend so? Da, wo ich aufgewachsen bin, dreht sich eigentlich alles nur um Fußballspielen. Da ist aber auch hohe Kriminalität. Ich bin in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen. Also gibt auch so Ecken in München. Du meintest ja, du bist ja ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen. Ich habe da zu der Zeit beim Wuppertal SV gespielt. Wir sind da von der dritten Liga abgestiegen in die Regionalliga und da war halt Sommerpause. Und dann hat's angefangen, dass ich Kontakt hatte mit Älteren. 10 Jahre älter waren die. Bin ich halt dann in die Kriminalität reingerutscht. Ja, dann haben wir 3 Überfälle gemacht, wo ich mit dran beteiligt war. Und klar, dafür wurde ich rechtskräftig verurteilt und habe 5,5 Jahre bekommen. Ich saß davon 4 Jahre im Gefängnis. Es war auf jeden Fall die größte Lehre meines Lebens. Und ja, was mich eigentlich sozusagen am Leben gehalten hat, ist einfach der Sport. Ne? Gute Einstellung. Hast du noch Schuldgefühle wegen der Tat? Ja, klar, Schuldgefühle auf jeden Fall. Ich war damals in der JVA und da wurde mir ein Bescheid gegeben, dass es einen Täter-Opfer-Ausgleich gibt. Da treffen sich die Täter mit den Opfern und da geht es eigentlich um eine Wiedergutmachung und eine persönliche Entschuldigung. Und wenn das Opfer dazu bereit ist, sich mit dem Täter zu treffen und man sich ausspricht und sich in meinem Fall persönlich entschuldigt, ne, was ich auch gemacht habe, es war einfach nur für mein Herz, dass ich mich selber bei den Opfern noch mal entschuldigen kann. Dafür braucht man Mut, das zu machen. Ne? Ich meinte, genauso wie ich den Mut hatte, damals vielleicht Scheiße zu bauen, muss man aber auch den Mut haben, dann wieder den Fehler versuchen, gerade zu bügeln. Es war mir wichtig, dass ich mich halt persönlich entschuldige und mir einfach wirklich sage, dass es mir leid tut, dass ich diesen Fehler, den ich gemacht habe, übertrieben bereue. Wenn mich ein Jugendlicher fragt, woran ich falsche Freunde erkenne, ist, wenn die dich zu Sachen drängen zu machen, worauf du keine Lust hast. Wenn man an den Punkt kommt und merkt, dass er dich versucht zu verstellen, dann muss man halt schnell Abstand nehmen. Ne?